Am Ende des Gottesdienstes laden wir euch ein, zu bleiben und für einen guten Zweck Brezeln zu kaufen. Viel Spaß beim Gottesdienst. Ein Bettler erzählt. Was war das für ein eisiger Winter, damals, im Jahr 334? Schon im September pfiffen eisige Herbstwinde durch die Bäume. Der viel zu kalte Herbst ließ uns schon ahnen, dass der Winter hart werden würde. Wer konnte, machte es sich zu Hause gemütlich, schürte seinen Ofen und dichtete alle Lücken gut ab, damit der Wind draußen gehalten wurde. Und wann haben wir nicht fremd gesehen und aufgenommen oder Nacht und die Helden gegeben? Und wann haben wir nicht krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihn antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir auch getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Heute die Zeit. Zeit zum Zuhören, Zeit zum Nachdenken, Zeit um mit Freunden zu lachen, Zeit um zu trösten, Zeit um das Schöne in der Welt wahrzunehmen, Zeit um zu lernen, Zeit um zu arbeiten, Zeit um zu spielen und zu entspannen, Zeit um an dich zu denken, Zeit um Gutes zu tun. Gott, schenke du uns heute die Zeit dafür. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warte, wir gucken mal, was die 5G macht. Was macht ihr denn hier? Wir malen. Wie gefällt euch der Rallye-Unterricht? Super gut. Was ist denn da zurzeit das Thema am Rallye-Unterricht? Beten und ja. Ja, und wie findet ihr das Thema so alleine so? Also beten ist sehr wichtig und ja. Tschüss.
Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen. Des Heiligen Geistes. Amen.